Tag auch, da bin ich wieder, Biganops Barbecue. Heute machen wir eine Rosmarin-Hähnchen-Kirschpfanne, die super simpel ist, richtig lecker schmeckt, womit du auch die Schwiegereltern beeindrucken kannst. Also, dranbleiben. So genau, wir machen heute eine Rosmarin-Hähnchen-Kirschpfanne und die ist richtig geil. Aber erstmal will ich nochmal Danke sagen und zwar letzte Woche der Livestream, Leute, mit euch war das grandios. Das hat richtig Spaß gemacht und das werden wir auf jeden Fall in ein paar Wochen wiederholen. Was mir nicht so gut gefallen hat, das war aber meine Technik, das war der Sound. Der war irgendwie nicht so prall. Und da habe ich sofort gesucht, habe mir was Neues gegönnt. Und das kam jetzt gerade, während ihr das Intro gesehen habt, habe ich umgebaut. Und jetzt habe ich hier den neuen Ton. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt noch gar keine Erfahrung damit habe. Aber ich glaube und hoffe, dass der gut ankommt. Und das Schöne an der Sache ist, und das wird dann auch interessant für die Livestreams, damit kann ich weggehen und damit solltet ihr mich auch ganz normal hören. Und da wir hierfür Rosmarin brauchen und der da hinten steht, hole ich den jetzt mal und laber weiter mit euch. Sehr geil. So, und zwar müsstet ihr mich jetzt ganz normal hören und während ich hier mir 5 Rosmarinzweige absäbel, na, der war ein bisschen klein. So, denn die brauchen wir jetzt. Und eigentlich sollte sich jetzt nichts am Ton verändert haben. Und ich hoffe, das hat geklappt. Das sehe ich natürlich erst später. Denn was wir heute machen, ist wieder so eine super simple Geschichte. Aber die schmeckt mega geil. Und die ist auch richtig was fürs Auge. Also wenn ihr Schwiegereltern beeindrucken wollt, ist das eine gute Sache. Was wir dafür brauchen, sind 2 ordentliche Hähnchenschenkel hier. Die werden wir gleich nochmal teilen hier an den Gelenken. Das ist erstmal alles schon am Fleisch. Dann brauchen wir 100 Milliliter Wein. Ich habe so einen 2-Euro Discounter-Wein. Irgendwie zum Kochen reicht das vollkommen aus. Halbtrocken ist der. Dann habe ich hier 150 Milliliter Hühnerbrühe. Hier habe ich so ein Schälchen Cherry-Tomaten. Dann habe ich eine gusseiserne Pfanne. Die braucht man natürlich dafür. Könnt ihr aber auch in der Auflaufform machen. Das geht überall drin. Dann habe ich hier ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Paprika edelsüß brauchen wir, da brauchen wir einen ganzen Esslöffel von. Bisschen Olivenöl. Das war's schon. Also wirklich nicht viel. Und wie wir jetzt vorgehen ist, also wie gesagt, wir teilen hier noch eben die Schenkel, dass wir die hier am Gelenk geteilt haben. Dann werden wir uns mit dem Olivenöl, da brauchen wir ungefähr, ich tippe mal 1-2 Esslöffel von. Und dann 1 Esslöffel Paprika edelsüß, bisschen Salz, Pfeffer. Da werden wir uns so eine Gewürzpaste rausmachen. Damit reiben wir die dann, wenn wir die durchgetrennt haben, ordentlich schön ein. Beziehungsweise, ich habe mir ja hier so 5 Rosmarinzweige geholt. Ich sag mal so, ich glaube, es sind 6 geworden. 3, da ziehe ich mir noch die hier die Blätter von ab, hack die auch noch klein. Die kommen auch mit in die Paste. Die anderen 3, die nehmen wir hinterher zum Garnieren. So, und dann kommen die auf der Hautseite hier rein, dann kommen Cherry-Tomaten dazu, dann kommt der Wein und die Brühe dazu, damit gießen wir das an. Und dann geht das hier im Gasgrill für circa eine halbe Stunde indirekt. Ich habe rechts und links die Brenner auf volle Pulle. Dann erzeugt das hier bei mir ungefähr 200 Grad, 210 Grad. Ist aber auch in Ordnung, wenn es nur 180 Grad sind, alles cool. Nach einer halben Stunde drehen wir die von der Hautseite, dass die Hautseite nach oben ist. Und dann geben wir den nochmal 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, das weiß ich noch gar nicht, wie lange genau. Da müssen wir einfach mal gucken, bis die Haut oben halt auch so ein bisschen geil aussieht halt. Dann ist das Ding nämlich fertig. Und Leute, ich sag euch, die Pfanne sieht hinterher megamäßig aus und das schmeckt einfach nur Bombe. So, und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Wir zacken hier alles, rühren alles zusammen, alles in eine Pfanne und dann ab im Grill. Das wird eine schnelle Nummer, einfache Nummer, so seid ihr gewöhnt. Rezept packe ich natürlich wieder hier drunter. Und gehen wir mal Gas. It's all for you. It's all for you. Freedom. Keep your ears to the ground. You're talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom. Schöne Pampe hier angerührt. Jetzt die Hähnchen hier rüber. Jetzt
Jetzt gibt es ein bisschen Sauerei und jetzt schön einkneten und dann mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen. So, fangen wir mal an. Über einen Schuss drauf. So, wenn ihr das nicht mögt, zieht Handschuhe an. Und ihr könnt auch so ein bisschen unter der Haut gehen. Das kommt immer ganz gut. Oh, Leute, das riecht, ne? Das riecht so gut. Schon allein durch den Rosmarin. Nichts verschwenden. So, da bin ich wieder. Jetzt kommen die Tomaten hier rein. Schön daneben legen, nicht da drauf. In die freien Räume. Hier noch eine. 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 Hier noch eine, mehr passt nicht rein. Und jetzt gießen wir mit dem Wein und mit der Hühnerbrühe auf. Das war's. So, und ab im Grill damit. Come on everybody. Young, old. So, jetzt sind so ungefähr 30 Minuten rum. So ganz genau weiß ich gar nicht, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Aber so gefühlstechnisch müssten da 30 Minuten sein. Und da seht ihr auch, hier kommt das auf 5 Minuten nicht an. Jetzt machen wir einmal kurz den Deckel auf, drehen die Hähnchenteile und dann lassen wir so nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten drin. Dann gucken wir mal, wie sie von oben aussehen und dann ballern wir die uns später rein. Also, bis gleich. Rise back from the sand and claim of freedom. Talking about the freedom. Leute, 20 Minuten sind rum. Jetzt zerdrücke ich mir hier noch so ein bisschen die restlichen Rosmarinzweige. Wir machen jetzt gleich hier alles aus, also Grill aus, Deckel auf, legen die Rosmarinzweige drauf und lassen es dann noch so hier 5 bis 10 Minuten bei offenem Deckel einfach stehen. Dann kann noch ein bisschen das Aroma vom Rosmarin dran ziehen und dann ist das auch fertig und dann sehen wir uns gleich am Tisch. Also. Leute, mega geil sieht das aus. Und wie gut das riecht, guckt ihr euch nochmal an. So, und jetzt wollen wir uns da mal was rausholen, würde ich sagen. Also die Soße hier, die ist noch ziemlich flüssig. Boah, die kann man mit sich halt auch mega geil mit Brot tunken. Richtig geil. Oh, die Tomaten, guck mal hier, wie schön. Die jetzt hier mitgegart sind. Richtig cool. Die Haut, die hat jetzt angefangen oben, die hat so, fängt jetzt gerade an, leichte Röstaromen zu kriegen. Wer das jetzt noch mehr möchte, der ballert einfach nochmal volle Kanone irgendwie alles auf, was er hat und lässt es einfach nochmal 5 Minuten drin. Das Fleisch wird dadurch nicht trockener, weil es ja hier im eigenen Sud auch ist und Hähnchenschenkel eh nicht. So, und ich weiß, das ist noch heiß, aber wir müssen jetzt probieren. Aber der Rosmarin und dann alles, wow, riecht das gut, ja. Ich fange an. Also, guten. Boah, ist ja lecker. Boah, fuck, ist ja lecker. Mega gut. Zart wie Sau natürlich. Der Geschmack. Leute, das ist wirklich Rosmarin-Tomatenhähnchen. Ich nehme hier so eine Tomate. Oh, die ist noch heiß. Ich bin gar nicht so der Tomaten-Fan, aber da passt das wirklich gut. Warte mal, ich muss mal hier einmal. Oh, schön. Hier die Soße, noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen abbinden. Dann hast du auch eine mega geile Soße. Richtig cool. Boah, brauche ich nicht. Ich tunke da gleich einfach noch ein bisschen mit dem Fladenbrot rein. Das muss ich mir allerdings erst mal machen. Boah, ist das gut, ey. Richtig, richtig lecker. Also Leute, wirklich, das ist ein Teil, das sieht mega geil aus.
Und es schmeckt auch noch super gut. Und das Allerbeste, es ist wieder super easy. Also, da ist ja gar keine Arbeit mit. Richtig gute Sache das. Ja, und ich würde sagen, ich ziehe mir das jetzt hier weg und auch noch ein Stück. Und dann war das schon wieder für heute. Ja, ich würde sagen, abonniert noch meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Also, bis demnächst. It's all for you. All for you. Freedom. Keep your ears to the ground. We're talking about freedom. What? It's the best show in town. Best show in town. Freedom. 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 Der Hund als Erster. Normalerweise ist jemand am Schluss, weil es der Geilste ist. Aber hier ist jetzt nicht so flüssig. Da muss ich auch dazu sagen. Aber geiler Geschmack. Salz, Pfeffer, Paprika, Rosmarin. Alles. Manchmal kann das auch richtig geil sein. Rise back from the sand and claim of freedom. Talking about freedom. Tschüss.